Und damit ein herzliches, schönen guten Abend, meine lieben Freunde und Zuschauer vom Park. Wir sind unterwegs in Mannheim. Und zwar auf der Mannheimer Mess. Ja, eigentlich, ne? Light-Version. Fun and Food. Geht direkt los mit der Laufstärke, ist mehr gut. Ja. Aber auf jeden Fall, ich bin wieder back in Mannheim, auf der Mannheimer Mess. Das erste Mal hier war ich im Jahre 2017. Das müsste um die gleiche Zeit rum gewesen sein. So September, August ist das ja immer, ne? Wie lange geht das ganze Spektakel? Das geht jetzt einen Monat hier. Ein Monat? Jawohl. Mega gut. Es freut mich, weil, wie du siehst, es ist wieder voll. Genauso wie in Köln, ja. Es ist voll. Und das freut mich, weil eben die Schausteller Geld verdienen. Geld, was überall fehlt. Und ich hoffe, dass sie eben in diesem Monat ein bisschen, ja, Patze, Patze machen, ne? Ja, Patze, Patze. Ja, dann gucken wir mal, welche Produkte wir denn heute so also mitnehmen werden. Ne, würde ich mal sagen. Gleich mal Werbung machen hier. Was ist da? Aus Karlsruhe. Zu empfehlen, oder was? Sehr gut, ja. Echt? Ja, absolut. Okay. Ja. Was ist denn hier so alles auf dem Platz? Weißt du schon, kennst du schon die Highlights? Ja. Ja gut, einmal halt Wilde Maus, ne? Ja. Habe ich da hinten, Avenger. Ja, ne? Sieht man, ja. Man erkennt es an den Farben. Die Haunted Mansion von keine Ahnung wem, aber die soll sehr gut sein. Das auch? Hängegondel. Oh, mit Hängegondel? Geisterbahn, ja. Ist das ein Count? Eigentlich nicht, ne? Nee, das ist immer so eine scheiß Grauzone, weil es sind ja Schienen. Gut. Und der Zug fährt ja da lang, aber gut. Ja, das ist so, ne? Aber du hast geteasert, die haben Efteling-Songs, die das sie da benutzen. Also wie ich in Soest war, vor 2 Jahren, vor dem bösen See, da... Der böse See. Vater Morgana-Musik. Ja. Wo ich dachte, bitte was? Geisterbahn, das passt eigentlich so gar nicht, ne? Aber ja. Aber das habe ich jetzt öfter mal mitbekommen, dass eben auf der Kirmes selber mega viele Soundtracks von Freizeitparks laufen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so gut ist, ne? Oder ob das erlaubt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man halt einen gewissen GEMA-Betrag zahlt, dass du halt einfach Musik verwenden darfst. Ja, weil zum Beispiel, früher habe ich das auch mitbekommen, der Voodoo-Jumper einfach mal Talukan-Soundtrack benutzt. Mit, auch mit den Stimmen, ne? Also, ja, das Django! Ich so, bitte? Ich weiß nicht, ob das Phantasialand das so cool findet. Nee, und auch letztens auf dem Bütchensmarkt in Bonn, da lief irgendwo Winyas Musik. Ja. Winyas Fear and Force. So, ein schönes Marktprodukt hier um die Ecke. Ist die Wilde Maus, die immer da ist? Ich weiß es gar nicht. Okay, du musst mal kurz Kartoffelwasser auskippen, ne? Ja, Kartoffelwasser. So, und wir gucken uns so lange mal, ja, das, wie heißt das Geisterschloss? Haunted Mansion. Mansion, ja. Echt jetzt? Glaube ich. Sind wir jetzt im Disney gelandet? Genau, gucken wir uns das mal im Close-Up an, weil es sieht schon nice aus. Aber sehen Sie sich vor. Manche haben und erleben Sie die Fahrt ins Haunted Mansion. Alter, kann
Das sieht mega interessant aus, mega geil gemacht vor allen Dingen. Aber ins kleinste Detail thematisiert von außen schon. Das heißt, drinnen könnte man das auch tatsächlich erwarten. Ich werde auf jeden Fall nachher eine Runde geben. Das sieht ja mega krass aus, ohne Witz, Leute. Das ist mega geil, mega gut. Krass, Alter. Guckt euch die Details über an, die Farben, die Beleuchtung. Und das ist es eben, ich hab's vermisst. Die Kirmes ist zurück und zwar im Dunkeln, Freunde, im Dunkeln. Das habe ich total vermisst, eben durch diesen Aspekt, dass eben die Beleuchtung mega cool in Szene kommen. Weil die Kirmes ist halt auch sehr bunt und laut, ne? Das kennt man ja. Und das kommt eben im Dunkeln zur Geltung. Aber auch hier, wie man gesehen hat, mit Live-Erschreckern. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber die Karre sieht von außen mega geil aus, ohne Witz, voll gut. Ja, Barbie. Ja. Mega krass, die Bude hinter dir. Ja, die müssen wir wahrscheinlich mal fahren, oder? Sieht mega schön aus. Mit Live-Erschrecker, ne, habe ich gerade gesehen. Nicht gut für die Pumpe. Ohne Witz. Nee, delicious hier. Ja. Delicious, delicious, delicious. You do not believe. Das ist toll. Ja, voll gut gemacht. Ne? Einpacken einmal und mit. Auf unsere Bude benutzen. Ja, ich auch schon, ja, wir wollten doch, wir wollten doch eh auf dem Dachboden Dark Ride machen. Aber im Garten würde das auch noch passen. Ja. Muss man mit Ulrich reden, ob das funktioniert. Ja. Ja. Wenn du vom Balkon runterguckst, linke Seite ist perfekt. Dann ist das, was man nicht sehen will, abgedeckt. Ja, aber guckt euch die Details mal an. Ohne Witz, das ist mega gut. Das mega laut. Haunted Mansion ist das. Die heißt auch so, wirklich so. Aber allein die Laterne so, weißt du, was ich meine? Das ist eine Kirmes-Attraktion. Hallo. Hallo. Kirmes müssen wir mal fahren vielleicht, ne? Ja. Sieht spaßig aus. Mehr gut. Aber leider kein Count. Kein Count, ey, habe ich auch schon. Ist traurig, ne? Ja. Es hat eine Schiene. Ja. Es ist schienengebunden. Ja, sieht schon mega krass aus. Und von innen bestimmt nochmal eine Nummer krasser. Bitte? Der spritzt sich einfach nass, der Typ, der die Figur da oben, der kommt. Der spritzt sich so einiges nass. Guck mal, auf den Boden. Scheiße! Hier auch. Da gehört auch immer was raus. Aber ja, Haunted Menschen. Auf jeden Fall haut mich dieses Theming von draußen um. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da später drin abgehen wird. Gucken wir mal. Aber erstmal machen wir unsere Runde um den Platz herum. Oh, ich sehe schon Moving Heads. Mega gut, da oben. Breaker? Der Bayern-Breaker. Ruhe! Junge, Junge. Oh, guck mal, die Gondeln drehen sich sogar. Ja. Die Gondeln drehen sich. Mega gut, Alter. Das ist voll die coole Karre. Weiß ich jetzt gerade nicht. Thematisiert und leuchten sogar unten. Mega gut, Alter. Voll gut. Gefällt mir. Nee, wirklich. Da, Hut ziehen. Ja, seinen Hut. Alter, mega krass. Einfach die Leuchtstimmung so. Ja, die mega gut, Alter. LED halt, ne? Ja. Gefällt mir. Das ist aber nicht Villa Volta. Ja, das hört sich immer so an. Spukschloss. Bestimmt, Fabian, ja. Du hast dir so ein paar coole Infos gegeben gerade. Ach so, ja. Bayern-Breaker halt, ne? Ja. Altes Getriebe, wie man jetzt auch gleich hört. Oh ja. Noch kein SAD, die Finger drin gehabt. Ja, kommt aber jetzt. Kommt muss, doch. Muss,
Aber das Getriebe bleibt. Okay. Ja, ja. Man muss nur auf die Norm umstellen und dann geht's weiter. Aber das Geräusch bleibt dann uns erhalten, ja? Ja. Ja, dann hören wir jetzt mal kurz hin, was der Bayern Breaker zu sagen hat. Und wie man auch hier sieht mit Moving-Heads-Freunde. Jawohl. Das sieht schon viel cooler aus. Kannst ja auch Showfahrten machen, wie ich gerade sehe. Aber der Duftstoff riecht. Man riecht einen Duftstoff aus dem Nebel. Kann auch sein, dass der Schüler hier einfach der Süßigkeiten ist. Nein, das ist ein Duftstoff. Wir gehen mal näher, das Geheule ist groß. Schöne Fahrt von dem Breakdancer, nee, von dem welchen? Was für ein Breakdancer? Bayern Breaker. Bayern Breaker. Wo der Motor noch schön heult, so wie in den Nostalgietagen auf der Kirmes. Stammbeschicker von Mannheim, findet man hier immer. Und jetzt haben wir was? KMG vor uns oder was? Jawohl, KMG. Avenger. Ja, das Ganze angehaucht an Marvel-Thema. Ja. Sieht schön aus, leuchtet, tut's auch. Ja, normal leuchtet das noch mehr. Irgendwie sind die Gondeln heute nicht beleuchtet. Und der Blitz oben da. Da ist ein Blitz. Auch nicht. Okay, komisch. Sieht trotzdem aber fresh aus. Immer noch, ja. Ja. Toll, jetzt komme ich mit der Kamera und die Fahrt hört auf, oder was? Ja, immer, ne? Ja. Kennt man. Die Probleme eines YouTubers. Ja, ich lese es auch so, ja, ich filme mal schnell das Kettenkarussell, ja. Fahrt beendet, danke. Technische Störing oder was? Irgendwas ist nicht koscher gerade, oder? Ich war mal hier, den Kirmes-Experten. Wer denn? Ja, hier. Ein Speedride. Ja, ein Speedride. Was ist da los gerade? Technische Störung. Was ist da los? Eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich muss jetzt passen. Okay. Ich denke mal, ja, die Bremse, wie der Sensor. Hm. Für orientieren. Hallo. Ja, in der Technik steckst du nicht drin, ne? Wenn die Gondeln nicht gleichmäßig beladen sind und der Sensor ist nicht miteinander, ja, nicht genau übereinander, ja, geht er halt nur auf die Störung. Deswegen muss man die Bremse wieder lösen, dass er sich wieder orientiert. Aha. Und dann geht's wieder auf. Das ist gut zu wissen. Ja, das Ganze gucken wir uns erstmal im Offroad an. KMG, wie gesagt, immer schön ruhig am Fahren. Und macht viel Spaß. Und ist schnell aufgebaut, ne? Mit einer Zugmaschine oder zwei steht das ganze Projekt schon. Ja, ich rate jetzt. Eine, zwei, ja, siehst du. Bin ich doch nicht ganz so verkehrt. So, dann gucken wir uns eine Fahrt an hier von dem Marvel angehauchten Avenger von KMG.
Oh, das geht aber schnell, ey. Abfertigung geht flott. Außerdem ist ja die Jinglebox auch kaputt im Moment. Haben wir ja gesehen. Ja, genau. Aber das Publikum ist sehr anstrengend hier. Ja, gut. Mann. Alles gut. Alle ein Haushalt. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Da läuft irgendwas schief. Ist nicht Mannheim. So, sag mal, Paul, hört sie los? Hey! Musste gerade abgebrochen werden. Es hat sich wohl fast jemand übergeben. Und bevor das Geschäft dreckig wird, erstmal rauslassen. Besser ist es. Aber ja, die Fahrt fängt jetzt von neu an. Jetzt erstmal ein paar schöne Schnittbilder hier von dem Magic. Und ja, jetzt auch mit Nebel. Wunderbar. Ja, und gleich gibt es auch ein kurzes On-Ride für euch. Ah,
vorne. Neuer Versuch. Dann drehen wir nochmal auf hier. Und tschüss. Ventilator. Ja, die Fahrt musste kurz unterbrochen werden, weil jemand gekotzt hat. Fast. Das Mädchen saß da so. Also hol die mal lieber raus. Ja, hier blauer Wagen, ja, raus. Hat die jetzt gebrochen irgendwo hin oder was? Ja, die saß hier erstmal kurz. Oh. Hat sich die Sache durch den Kopf gehen lassen. Ja. Aber eine Empfehlung. Ja. Sehr gut. Quasi wie ein fliegender Breakdancer. Ja, genau. Genau. Du sagst ja, es ist eine schönere, flüssigere Bewegung. Ja, gefällt mir persönlich etwas besser. Ja. Guck mal hinter dir, Fabi. Es sieht mega schön aus mit dem Mond und dem. Ja. Sieht das man das auf der Kamera? Keiner, ja. Zoom mal an den Mond. Weil der sieht wirklich sehr schön aus gerade. Also Kameras und Mond. Das ist halt noch schwierig. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig. Ja. Weil gefühlt zoomst du ran, aber irgendwie wird er nicht größer. Nee. Er wird dann pixeliger, aber auch nicht perfekt so drauf. Naja. Zirkus. Wie heißt das? Magic. Magic. Ja. Aber es gibt tatsächlich einen Magic, der heißt Zirkus. Ja, deswegen, den verwechsel ich dann immer. Den haben wir beide auch schon live gesehen. Wo waren wir denn da? In Heidelberg auf dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest. Da waren wir, ja. Deutsch-arabisches Freundschaftsfest. Ja. Und mit AC/DC war das, ne? Ja, genau. Das wäre gut. Aber ja, stimmt. So. Aber das Geheul ist genau ähnlich wie beim Breakdancer, ne? Ja, ich denke mal. Das ist eine Hustkiste. Das ist einfach der Aufkleber. Ja, hier, die Plakette. Hust. Mega gut. Doch original. Aber ja, schönes Fahrgeschäft, schöne Farben. Macht Spaß. Bisschen Badewürde-Bash leider. Das ist ja mal mega geil, Alter. Ja. Eigentlich müsste. Die Bank ist sehr gut. Die was? Die Bank. Hallo. Eigentlich müsste man das hier machen. Ja, eigentlich schon. Weil das ist, wie der Thomas gesagt hat gerade, das größte Laufhaus, was es momentan gibt. Oha. Da steht auch da XXL. Mega groß. Ja. Also ich hätte Bock. Ja, ich auch. Eigentlich mal was ich machen darf. Ja, und die anderen. Ja,
die sind wieder am Quatschen. Quatschen, die kennen die einfach jeden. Das ist doch gut. Vielleicht kennen die ja auch, mal gucken. Ja, bestimmt. Ja gut, dann schlage ich vor, wir machen eine Runde hier mit dem XXL Lachhaus, ja. Lachhaus, lach mal. Oh Gott. Kermis. Okay Leute, ist gelaufen. Wir starten. Oh mein Gott. Mit lustigem Outfit. Ja, das ist mega crazy mit der Brille. Ja, mega gut. Hi. Hi, Junge. Hallo. Ich sehe auch kaum was. Ja. Kommt mal ins Licht. Hui. Oh Junge. Mega gut. Alter, es wird ein Spaß. Guck mal nach oben. Boah, Alter. Mit der Brille ist echt krass, Leute. Eine drehende Bombe. Hallo. Alle sehen so behindert aus. Das hier, das ist die LSD-Brille. Ja. Oh Junge. Oh,
Meter 60. Oh, nein, nein, ja. Was? Bis 1,60 Meter. Ach so, in die Rutsche? Ja. Juhu! Du passt rein, komm. Wir dürfen leider nicht. Wir dürfen nicht. Nein, ich bin unter 1,60. Ich kann nicht. Jemand muss die Tasche nehmen. Also. Jawohl. Egal, wir müssen hier raus. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wo ist die Jenny? Aua, aua, aua. Boah, die sind... Aua! Ja, die sind schon hart! Unglaublich! Alter. Halt doch mal die Brille von deiner Kamera. Das ist was sehen. Ja, das sehen wir quasi die ganze Zeit. Alter. Was ist los? Ich bin da rausgeschossen. Schon wieder. Das macht was. Also, kommst du von da jetzt? Ja. Das heißt, wir müssen hier lang. Ich glaube. Ich sehe nichts. Schau nicht. Wer hat meine Tasche? Fabian. Dann geh mal hoch. Ach du Kamera, aber dann sitze ich lieber, ne? Stehen oder sitzen? Ja, probier mal. Los! Nein! Probier's! Nein! Los! Los. Fabian, probieren! Mit Bauch! Ja, komm, Thomas, komm! Du kannst das! Opfere mich fürs Team! Okay, mach das mal, danke! Oh mein Gott! Alles klar! Ich hab Angst mit Kamera! Alter, ist das ein Schrott? Alter, warst du voll Alter, das hat voll gebremst gerade oh, gegen Ende. Das hat voll weh. Alter, ich sehe jetzt gerade die Rutsche, bitte. Ja, Junge. Rutsche, Leute. G-Kräfte, Alter. Ja. 5G. Boah. So, weiter geht's, ne? Ja, das war lustig. Hier lang. Wow. Oh Gott. Oh. 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 Das ist eine längere Version. Aber ich kann das. Ja, nee, ja, es geht auch ohne Untergehendes. Oh mein Gott. Ich versuch's mal. Du willst es probieren? Scheiße. Aber es ist fast gefragt. Nicht! Hat nicht mehr viel gefehlt. Oh.
Gott sei Dank. Oh, und Malu stinkt? Ja. Malu, ja. Ne? Nice. Willst du mal was zur Rutsche erzählen? Die ist schon heftig, Alter. Ja, das sieht man aber auch. Also, erst alles ganz normal, ja. Und dann wurde ich aber hin und her geschleudert und ich kam da unten rausgeschossen von dem Ballon. Hätte ich aber gerne gesehen. Ja, ich dachte, ihr wärt schon unten. Ich hab extra gewartet. Dann geht's weiter mit vielleicht einem Eigentlich soll gern. Ja. Sonst fliegen wir hier weg. Ne, sieht aber schön aus. Sehr cool gemacht. Nice. Ja, Fabi, wo sitzen wir hier? Haunted Mansion. Sind wir jetzt schon im Disneyland?
Ja. So in etwa. Ja. Bin gespannt. Wie gesagt, die Geisterbahn sieht von außen mega geil aus. Ja. Hoffen wir mal, dass es drin genauso aussieht, wa? Hoffen wir mal. Naja, Efteling-Mucke. Ja. Naja, gut. So, das Ganze natürlich im On-Ride. Mit Lowlight. On-Ride mit Lowlight. Jawohl. Oh, ich bin schon wieder draußen hier. Ja. Bin platt, wa? Diskutieren und erzählen. Ja, war hübsch. Haunted Menschen. Mega schön. Ja. So spooky war es gar nicht. Nee, so spooky war es. Aber es ist geil gemacht. Highlight für mich war das Hochfahren und das Runterfahren. Ja. Rauf und runter, kennst du, ne? Ja, ja. Und bei dir? Ja. Also gut. Wie schon gesagt, so richtig erschreckt habe ich mich nicht. Da hatte ich schon andere Geisterbahnen. Da fährst du dann quasi mit dem Karren direkt gegen das Element. Und da erschreckst du dich dann wirklich. Ja, ja. Ja. Ja, aber nur ein Live-Scare-Actor. Aber hier so. Die Aufmachung ist mega geil. Mega gut. Mega geil. Nee, gefällt mir. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ist halt immer mal was anderes, wenn man hochfährt, ja, und du hast halt Luft unter den Füßen. Das macht alles nochmal interessant. Stimmt. Aber ja, wir hatten sogar ein bisschen Airtime mal da. Wie krass ist das denn? Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, wenn ihr dieses Teil seht. Es ist zwar nicht so gruselig, aber es ist schön aufgemacht. Mega geil. Ja, macht auf jeden Fall Faden. Hast auch teilweise unseren Flur entdeckt mit dem Licht und so. Ja, ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Mega gut. Sehr schön. Hier sind die Lampen. Ja, der freundliche holländische Mitarbeiter. Ja, ja. Hab ich direkt auf holländisch verabschiedet. Ja, wäre gut. Sehr schön. Haunted Menschen. Ja, ekelig. Ja, hallo. Super Thematisierung. Erschrecken, naja, wir sind halt eingefleischte Halloween-Horror-Fest. Ja, wir beide schon. Leute, also von daher. Sieht's bei dir aus? Ja, genau so. Also erschreckt hat es nicht die Effekte, sondern halt zu vorhersehbar. Außer beim Wind. Beim Wind hat es kurz gezogen. Ja, der Wind. Ja, aber das war auch mega laut, Alter. Ja, das tat voll in den Ohren. Ja. Ich hab bei den Wasserspritzen nicht so... Ja. Das war der eine vom Geisterschloss. Ja. Das ist ja angerichtet. Ja. Hier aus dem Europapark. Ja. Das war die Figur. Ja. Aber ich dachte mir so, oh, guck mal, unser Flur. Ja, teilweise. Ja. Aber ja. Sehr schön. Es ist auf jeden Fall eine sehr geile Geisterbahn. Erschrecken jetzt nicht, außer wenn du halt sehr klein bist. Also ich denke mal, wenn mehr Scare-Actor drin rumlaufen würden, dann ist das schon die Sache. Ja. Ich habe auch gerade gesagt, der Animatronic ganz am Schluss, wenn man aussteigt, das ist der Beste. Das ist der hier immer hin und her läuft. Ja.
Ist immer gut. Ich habe mit ihm kurz Holländisch gesprochen, ja gut. Was hast du denn gesagt? Mit dem Dienst, ja. Schönen Abend quasi noch. Ja, ja. Ja, gut. Naja. Ja. Also eine Empfehlung auch von euch beiden. Ja, natürlich.